Guten Tag, liebe User bei Metropolregion Rhein-Neckar-News. Wir begrüßen Sie von dem Mannheimer Energieversorger MVV Energie. Dort fand eine Pressekonferenz statt mit den Hochkaräter der MTG Mannheim. 2012 ist ja das Jahr der Leichtathletik. Es finden gleich zwei Großveranstaltungen statt. Zum einen vom 27.06. bis 1.07. die Europameisterschaft in Helsinki, bevor am 3.08.2012 die Olympiade in London beginnt. Matthias Brückmann vom Vorstand der MVV begrüßte die Gäste und hob den Stellenwert des Spitzensports für ein Unternehmen wie für die MVV, aber auch für eine Stadt wie Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar hervor. Mit dabei waren neben den Spitzensportlerinnen der MTG Mannheim Verena Seiler, Caroline Nütra und Johanna Kezierski auch der Geschäftsführer der Stadtmarketing GmbH Johann W. Wagner sowie Nationaltrainer Rüdiger Haxen. Wir haben für Sie die Stimmen eingefangen von Verena Seiler, Caroline Nitra, Johann W. Wagner und natürlich von Rüdiger Haxen. Vor der Kamera ist nun Verena Seiler, man nennt sie auch die schnellste weiße Frau der Welt. 2010 wurde sie in Barcelona Europameisterin über die 100 Meter. Letzte Saison musste sie leider abbrechen. Mehr Infos zur Person Verena Seiler finden Sie natürlich auf der Homepage www.verena-seiler.de. Verona, heute hier einen kleinen Zwischenstand. Wie sieht's aus? Wie fühlen Sie sich aktuell vor dem Olympiajahr? Ja, also ich konnte meine Verletzung, die ich ja letztes Jahr hatte, weshalb ich auch meine Saison abbrechen musste, vollkommen auskurieren. Und ich bin jetzt eben wieder im Saisonaufbau. Und ja, also es ist alles normal. Wie baut man jetzt aktuell auf? Worin liegt jetzt der Fokus? Naja, im Winter werden immer die Grundlagen gelegt und darauf liegt jetzt auch der Fokus, also sich wieder komplett neu auf die neue Saison auch zu konzentrieren und da eben die Grundlagen zu schaffen, um dann auch die Fitness im Sommer zu haben. Wie sieht's aktuell aus? Sie sagen, Sie sind fit, Sie sind gut im Training drin. Wie ist die Zielsetzung vielleicht für Olympia? Naja gut, als erstes muss man die Norm erstmal laufen. Also es ist ja noch keiner qualifiziert und da bereite ich mich jetzt erstmal drauf vor, die Norm zu laufen, ist eine F25 und ich setze mir eben meine ganzen kleinen Zwischenziele und das ist jetzt das Erste und das muss erstmal geschafft werden und dann kann man sich die nächsten Ziele setzen, aber ich möchte natürlich, klar, zu den Olympischen Spielen und das ist natürlich das Ziel und dort natürlich dann auch so gut wie möglich abschneiden. Wo treten Sie an, dass Sie eventuell die Olympia-Norm erreichen? Also bei was für einem Wettkampf wird es wahrscheinlich sein? Klar, welcher Wettkampf auf jeden Fall auf dem Plan stehen wird, sind die deutschen Meisterschaften. Aber es wird natürlich auch mal schön in Mannheim zu laufen. Ich bin hier noch gar nicht einzeln gelaufen, seitdem ich für Mannheim starte. Und deswegen wäre das auch mal ein schöner Wettkampf. Vielen Dank für dieses Statement und natürlich viel Erfolg. Dankeschön. Danke, ja. Vor der Kamera ist Caroline Nütra, die amtierende Europameisterin über 60 Meter Hürden in der Halle. Um ihre ganzen Erfolge hier jetzt aufzuzählen, das würde den Zeitrahmen sprengen. Darum können Sie die nachlesen unter www.nütra.de. Caroline, wie bereitet man sich auf so eine Saison vor? Naja, wir gehen die Saison jetzt eigentlich genauso an wie jede andere Saison. Wir haben eine Doppelperiodisierung nächstes Jahr, das heißt, wir haben eine EM zum ersten Mal in einem Olympiajahr. Die liegt zum Glück 6 Wochen vor Olympia, sodass das eigentlich optimal in den Trainingsplan reinpasst. Und ich sehe diese Verletzung jetzt eigentlich im Sommer, die ja irgendwie schon immer vorhanden war, weil es halt in meiner Wirbelsäule eine Sache ist. Eigentlich eher so als Chance, die ich jetzt gekriegt habe, ja, zum Glück im rechtzeitigen Jahr, sage ich jetzt einfach mal, ja, dass ich darauf aufmerksam gemacht wurde von meinem Körper, pass auf, du musst auch auf die Kleinigkeiten ein bisschen mehr achten und nicht immer nur drauf und schneller. Der will halt auch was zurückhaben, der Körper, und ich sehe das jetzt einfach als Chance, dass ich jetzt wirklich von klein auf, vom kleinsten Muskel, kleinsten Wirbel wirklich angefangen haben, alles aufzuarbeiten und ja, sind jetzt wieder im Plan. Ich laufe auf wieder Hürden zum Glück und ja, bin einfach gespannt, was das nächste Jahr so bringt und die ganze Arbeit jetzt, die ganze Reha-Aufbauarbeit und sowas, wie sie sich dann auszahlt. Wie fühlen Sie sich jetzt ganz aktuell? Was haben Sie für ein Feeling für das kommende Jahr?
Ja gut, also im Moment ist natürlich immer so eine, sag ich mal, ein blöder Zeitpunkt, weil wir jetzt eigentlich gerade so in den Wochen bis Weihnachten im absoluten Aufbau sind. Das heißt viel Kraft, viele Tempoläufe, also eigentlich alles das, was einem nicht so den Spaß macht. Und da fühlt man sich einfach noch so träge und unspritzig, heißt es bei uns. Aber ich habe das Gefühl, dass es gerade von der Gesamtstabilität, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Die Hirntechnik hat sich ein bisschen verändert und ja, da bin ich halt irgendwie gespannt. Es ist so ein Gefühl zwischen Spannung, Aufregung und der Optimismus fürs nächste Jahr dann. Die Frage nach den Zielen, sie muss einfach kommen, auch wenn die, glaube ich, immer relativ gleich beantwortet wird. Aber wo liegen die Ziele? Vielleicht in diesem speziellen Jahr auch. Wie legen Sie Ihren Schwerpunkt? Das liegt auf Olympia, aber wie werden Sie dazu vielleicht die Europameisterschaft ein? Also ich habe für mich ganz klar mit meinem Trainer, dem Rüdiger, gesagt, dass es dieses Jahr, also das kommende Jahr, dann zwei Höhepunkte gibt. Wir werden den ersten Peak, sage ich mal, also versuchen den ersten Höhepunkt auch leistungstechnisch auf die deutschen Meisterschaften /EM zu legen. Das ist alles innerhalb von 2 Wochen. Und 6 Wochen später Olympia, da soll dann der zweite Höhepunkt erfolgen. Also ich werde schon beides ernsthaft angehen. Ich sage jetzt nicht, ah ja, die EM laufe ich aus dem vollen Training raus und irgendwie und es wäre mir egal, wenn ich da im Halbfinale rausfliege. So ist es nicht. Also die gehe ich schon ernsthaft an, weil ich glaube auch, dass es ein wichtiges Zeichen ist, was man dann in die Welt schickt und sagt, pass auf Mädels, EM. Das ist so wie bei den Amerikanerinnen, wenn die Trials laufen, da gucken wir alle hin, was die sich da für Zeiten abrennen. Und genauso wird es bei denen auch nicht anders sein. Die sagen es natürlich nicht so, aber das ist schon wichtig, dass man da auch ein Zeichen setzt. Und so wichtig ist es für mich auch. Und ich hoffe natürlich, dass es das klappt. Na gut, und dann Olympia, das ist das Ziel, was ich halt seit 4 Jahren habe. Das ist der Traum vom Olympiafinale. Und gut, im Finale ist halt alles möglich dann, ne? Aber vielleicht passt dann halt mal alles, aber vielleicht steht auch eine Hürde blöd im Weg. Aber erstmal wird halt, wie gesagt, die EM ernsthaft angegangen und dann hoffentlich Ziel oder Traum Olympiafinale. Denke man mal eher positiv sowieso und wünsche natürlich alles Gute. Dankeschön. Danke auch. Das wird in der Tat spannend. Die Situation ist erfreulicherweise wieder gut. Die Verletzungen unserer beiden Top-Athletinnen Verena Seiler und Caroline Nitra sind glücklicherweise überstanden. Die Mädchen sind wieder in vollumfänglichem Training. Die Belastungen können so gesetzt werden, dass man von Olympia träumen kann, dass man an Olympia denken kann. Und ich denke, dass wir jetzt die nächsten Wochen noch nutzen müssen, um Form zu machen. Dann so ein klein wenig schon in der Halle mal die eine oder andere Visitenkarte abzugeben. Und dann geht es im Frühjahr dann richtig los, Vorbereitung auf den Sommer. Wo sehen Sie persönlich als Trainer auch die Herausforderung bei so einem gedrängten Terminplan? Hinzu kommen die Trainingsverletzungen im letzten Jahr, wo die eventuell aufzuholen sind, in der Trainingsgestaltung allgemein. Und vielleicht auch in dieser mentalen Situation permanent eine Hochleistung zu bringen. Fängt vielleicht auch schon da an, wo man sich ja qualifizieren muss für die Olympiade. Die Qualifizierung sind ja noch nicht. Wo sehen Sie jetzt da speziell für sich die Herausforderung? Bei welcher Situation gehen Sie abends ins Bett und schlafen nicht ein? Im Moment schlafe ich noch sehr gut. Aber es ist natürlich richtig, das nächste Jahr ist terminlich sehr, sehr dicht gedrängt. Das heißt, man muss genau ausloten, wo nimmt man welche Starts wahr. Und wir haben nächstes Jahr nun die Situation, dass wir Europameisterschaften und Olympische Spiele haben. Und wir müssen also unsere Athletinnen natürlich auch mental, logisch einspielen auf diese beiden Höhepunkte. Aber ich denke, das wird uns gelingen, weil wir haben einen hohen Anspruch, die Mädchen haben dies auch. Und wenn wir ihnen den Druck, du musst jetzt hier was reißen, nehmen, dann wird, denke ich, die Leistung auch schon alleine kommen, weil die Motivation für Olympia ist so hoch, dass man eigentlich eine Europameisterschaft als optimale Vorbereitung auf so ein als kontinentaler Höhepunkt Vorbereitung auf Olympische Spiele sehen kann. Und ich denke, das müssen wir immer vorausgesetzt, sie kommen gesund durch. Das ist das Wichtigste. Dann können wir auch die Termindichte nächstes Jahr realisieren. Abschließend die Frage. Insgeheim, was erhoffen Sie sich? Sprechen wir jetzt mal von der Olympiade. Was ist drin? Sie sind da immer normalerweise grundlegend ein Optimist. Ja, müsste meinen Trainerberuf aufgeben, wenn ich Pessimist wäre. Ja, wir wollen ja uns nach vorne orientieren und insofern
können wir eigentlich nur von Erfolgen, die sinnvoll erarbeitet werden, nicht nur träumen, sondern die angehen. Das olympische Finale ist natürlich das Größte. Und wenn das eine der beiden Athletinnen, Caro und Verena, und möglicherweise, Verena hat ja auch noch eine Chance in der 4x100-Meter-Staffel, ist das Ziel dann wirklich auch realisierbar. Und bei uns ist Herr Wagner, er ist Geschäftsführer der Marketing GmbH hier in Mannheim. Herr Wagner, heute sind wir hier bei der MVV. Es wird ein Zwischenbericht abgegeben zu den MTG-Sportlerinnen auf dem Weg nach Olympia. Sie als Marketingchef einer Stadt wie Mannheim, wie tragend, wie wichtig ist so eine Präsenz im Sport? Also zunächst mal bin ich auch sehr, sehr gespannt über den Bericht, was sich da in der Zwischenzeit getan hat. Wir waren ja in diesem Jahr nicht so gerade vom Glück gesegnet, was die Sportler anging, auch was die Verletzungen und so weiter angeht. Aber für uns sind natürlich die Sportler und ihre Leistungen ein unglaubliches Werbeschild und ein Image nach außen, das man eigentlich gar nicht hoch genug schätzen kann. Wir haben ja eine direkte Beziehung auch mit Caroline Nütras. Sie schreibt ihre Bachelorarbeit über das, über das Stadtmarketing und mit dem Stadtmarketing. Und von daher haben wir natürlich auch immer mal wieder die Möglichkeit, auch über das sonstige Leben, zum Beispiel der Sportler, auch zu reden. Und vor allen Dingen haben wir auch die Möglichkeit, mit Frau Nütra das eine oder andere Mal auch werbend für die Stadt Mannheim irgendwie aufzutreten. Das hat sie im letzten Jahr schon gemacht, indem sie beim Neujahrsempfang eine Tombola moderiert hat, was sie außerordentlich gut gemacht hatte. Aber auch bei anderen Gelegenheiten tritt sie als Identifikationsfigur auf. Und das ist für uns natürlich immens wichtig und hilft uns natürlich in unserem Werben um ein gutes Image der Stadt. Inwieweit ist das vielleicht auch fassbar? Haben Sie da auch mal so Feedbacks zum Beispiel, in welcher Form, dass das wiederum wahrgenommen wird außerhalb der Stadt Mannheim? Ja, gerade weil unsere Sportler auch ehrenamtlich auch einiges machen, zum Beispiel von Nütra und Sebastian Bayer, der Weitspringer, sind ja auch engagiert bei Big Brothers, Big Sisters, sieht man ja auch, welchen Stellenwert eigentlich auch diese Rolle des Sportlers in unserer Gesellschaft hat. Man würde wahrscheinlich, wenn ich da kommen würde, würde man wahrscheinlich nicht so mit so einer Aufmerksamkeit bei der Sache sein, als wenn jetzt zum Beispiel eine Sportlerin kommt, die man aus dem Fernsehen kennt, die man über ihre Leistungen kennt und aus den Wettbewerben. Also von daher ist das natürlich schon sehr wichtig, und gerade die Kinder, die ja alle Identifikationsfiguren brauchen, die Symbole brauchen auch für Leben, für die ist das natürlich absolut wichtig, dass man hier auch den einen oder anderen Kontakt herstellen kann. Das funktioniert hervorragend, und selbst in solchen kleinen Bereichen ist das also möglich und für uns auch sehr wichtig und hilfreich. Vielen Dank, Herr Wagner, für dieses Statement. Dankeschön.